Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bund und Länder beraten über geplante Entlastungen. Thema ist unter anderem, wie die Maßnahmen im Kampf gegen die Energiekrise finanziert werden sollen. Vorab wurde bekannt, dass das Kanzleramt die bisher für März geplante Gaspreisbremse auf Februar vorziehen will. Zudem geht es um die Kostenverteilung für die Nachfolgeregelung des 9-Euro-Tickets. Leichte Entspannung am Arbeitsmarkt. 2.442.000 Menschen sind im Oktober arbeitslos gemeldet. Damit geht die Zahl saisonüblich um 43.000 im Vergleich zum Vormonat zurück. Sie ist jedoch um 65.000 arbeitslose Personen höher als im Oktober vor einem Jahr. Die Quote liegt damit derzeit bei 5,3%. Wahlsieg für Ministerpräsidentin Frederiksen in Dänemark. Nach Auszählung aller Stimmen konnte die Sozialdemokratin mit ihrem Linksbündnis eine hauchdünne Mehrheit erringen. Die 44-Jährige kündigte an, ihren Rücktritt einzureichen und im Anschluss eine neue, breite Koalitionsregierung zu bilden. Frederiksen hatte bis zur vorgezogenen Parlamentswahl eine Minderheitsregierung angeführt. Ex-Ministerpräsident Netanyahu erringt Wahlsieg in Israel. Nach Auszählung von 2/3 der Stimmen kann Netanyahus Likud zusammen mit Parteien aus dem rechtsreligiösen Lager auf eine Mehrheit der Parlamentssitze hoffen. Amtsinhaber Lapid räumte seine Niederlage noch nicht ein und erklärte, er wolle das Endergebnis am Donnerstag abwarten. Spannungen zwischen Nord- und Südkorea. Als Reaktion auf neue nordkoreanische Raketentests hat Südkorea mehrere Raketen vom Kampfflugzeugen über die Seegrenze zum Norden abgefeuert. Das erklärte das südkoreanische Militär. Zuvor war eine von mindestens 10 Raketen in der Nähe südkoreanischer Gewässer ins Meer gestürzt. Das Wetter heute zu den Küsten hin wechselhaft mit Schauern und einzelnen Gewittern. Dazu windig bis stürmisch. In Alpennähe örtlich Regen, sonst meist trocken und sonnig bei Höchstwerten von 11 bis 18 Grad.